Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid bereit für den alltäglichen Horror. Aristel, was geht ab? Einen wunderschönen guten Abend. Last Firefly, was geht? Wölfchen, grüß dich. Shinchibi, guten Abend. Sir Madame Metzo, was geht? Salty Sandra, guten Abend. Dame Patrick, was geht ab? Fox Run, grüß dich. Nora, hallo. Muschelkatz, guten Abend. Nele Lotte, was geht? Sabichi Bünche, einen wunderschönen guten Abend und danke dir für 22 Monate. Herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Und jetzt lasst die Spiele beginnen. Zum eventuellen Finale von Until Dawn. So, ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich heiße euch erst alle herzlich willkommen. Wie geht es euch? Und ich wollte eigentlich gerade noch schnell fix die Lampen hier aufstellen, beziehungsweise anschließen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich wollte euch jetzt nicht länger warten lassen, sagen wir mal so. Ich will ja auch, dass wir vielleicht zügig ins RP, wollte ich schon sagen, ins Game reingehen. Und was schaffst du überhaupt? Ich schaffe tatsächlich sehr viel, aber ich habe halt sehr viel Dings, ne? Sind die Alerts an? Probier mal kurz aus. Ich habe das Programm offen. Es kann aber sein, dass ich mich neu anmelden muss. Ne? Also wenn... Dann, oh. Ja, gut, okay, es geht. Fliegt eine Mücke rum, deswegen habe ich mich gerade kurz erschrocken. Gut. Es war natürlich nur Spaß. Ich habe mich jetzt nicht sofort erschrocken. Und naja, auf jeden Fall, ich bin... Ich kann Dorn besser hinsetzen. Ja, ich setze mich gleich hin. Ich bin auf jeden Fall gut in der Wohnung hier vorangekommen. Ihr seht hinter mir, der Tisch ist weg. Schon ein Riesenfortschritt einfach. Aber das ist halt auch, es gibt halt auch einen Grund dafür, warum ich das gestern gemacht habe. Also, das ist nicht wirklich so der Grund dafür. Es war jetzt nicht der Auslöser für etwas. Aber wir waren gestern, war ja unser Hochzeitstag. Und den haben wir gestartet in der Notaufnahme. Weil einer unserer Jungs hat einen Körper von der Couch gemacht halt. Und ist nichts passiert. Keine Gehirnerschütterung oder sonst was zum Glück. Nur eine dicke Beule. Die ist aber heute schon wieder weg. Aber das Aufklatschen, das war so ein Geräusch, wo du so einfach nur dachtest, oh no, Alter, hier, das ist nicht gut. So, ne? Und ist aber zum Glück nicht so schlimm gewesen, wie es sich angehört hatte. Ja, passt auf, also ich hab hier wir haben im Raum die Couch stehen, ne, im Raum, das müssen wir machen, weil ich sonst keine Wand, wo der PC hin kann. Und, deshalb steht die im Raum, das passt auch optisch, irgendwie klappt das, weil sonst auch eigentlich, die kann auch eigentlich nicht an die Wand, weil dann eigentlich der Fernseher viel zu weit weg ist und so weiter und so fort. Naja, jedenfalls steht die mitten im Raum, diese Couch. Und, Und es war gestern Morgen, ich war aufgestanden, hatte mich fertig gemacht für die Arbeit und dann nehme ich mir mal die Zeit, die ich noch habe und spiele mit den Kindern. So, und in dem Fall war es halt so, die haben hier eine Uhr von mir liegen gesehen und die wollten sie angezogen bekommen. Und dann habe ich sie dem einen angezogen und sie ist ihm natürlich vom Arm gerutscht und dann war es schon wieder für ihn uninteressant. Dann ist er weggegangen und dann kam der andere zu mir, wollte sie angezogen bekommen und dann habe ich ihm die angezogen und in dem Moment ist der andere auf die Couch und wollte an die Rückenlehne so springen. Was weiß ich, warum der das machen wollte. Und er hat aber die Seite erwischt. Und an der Seite ist halt keine, wie soll ich sagen, keine Rückwand mehr, sondern einfach nur noch Polsterung. Und dann ist die Polsterung halt quasi so weg. Ne? Und er ist halt an der Couch vorbeigeflogen.
Und ist dann aufgekommen auf dem, ne? Also ich hab's, also wir haben es nur so gehört, so ich hab's nur noch so aus dem Augenwinkel gesehen, man konnte gar nicht mehr reagieren. Das sind halt Kinder, ne? Das geht halt doch super schnell, sowas. Boah, ja, war ein Riesenschock, Alter. Ey, ich war so fertig. Wir sind halt so auf jeden Fall sofort dann in die Notaufnahme gefahren. Ich war noch am Überlegen, ob wir einen Krankenwagen holen oder Notaufnahme. Aber er war ja ganz normal bei Sinnen und ansprechbar. Er hat auch wirklich nur kurz geweint und danach war er mehr so unter Schock und hat auch wieder angefangen zu lachen und so. Und jedenfalls Notaufnahme, der Arzt hat sich das angeguckt und hat dann gesagt, ja, ist alles okay. Wir sollen natürlich beobachten, bisschen schauen und so. Und dann habe ich natürlich auf der Arbeit, die wussten natürlich auch Bescheid, weil ich konnte natürlich dann nicht mehr zur Arbeit kommen. Und dann habe ich dann an den Tag frei gehabt. Und das haben wir dann natürlich mit den Kindern verbracht, die Zeit. Und darüber hinaus, wo die dann geschlafen haben und so, habe ich dann hier in der Wohnung Rabotti gemacht. Und hier diesen Tisch abgebaut und diese ganzen Kartons und so weiter und so fort. Ja, ich sag's euch, Kinder werden mich irgendwann in das Grab bringen. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres. Das ist das Schlimmste, wenn denen was passiert, dann bin ich am Ende. Ne? Da habe ich Herzrasen in diesen Momenten. Ne? Und ich habe auch die ganze Nacht, war ich auch wach und hab immer wieder geguckt, ob alles okay ist. Ich bin da, ah, meine Güte. Kinder halt, ne? Karamott, guten Abend, grüß dich. Chaotenkind, hallo, was geht? Ja, bleibt nicht aus. Wird öfters noch vorkommen, dass die sich irgendwie verletzen, ne? Oder so, ne? Aber das sind, die sind halt auch manchmal wild, ne? Also, ich war, glaube ich, als Kind, einfacher. Also ich war nicht so, ich bin keine Risiken eingegangen. Als Kind schon sehr skeptisch allen gegenüber gewesen und bin gar nicht so viele Risiken angegangen, so, um mich zu verletzen. Hab zwar auch Verletzungen gehabt, aber ungewollt eher. Dafür als Jugendlicher. Ja, dafür war ich als Jugendlicher halt. Ja, ich habe letztens so ein Sprichwort gehört, dass wenn die Kinder in den Anfangszeiten ruhig und lieb sind, dann sind sie später dafür eventuell richtige Chaoten. Weiß nicht, ob das stimmt, ne? aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich früher in den Jugendzeiten, da habe ich schon auf den Putz gehauen, das stimmt schon. Erinnere mich daran, dass in meinem Bekleidungsgeschichte ein Bild drin hatte mit einer Art gepolsterten Helm für so Kleinkinder, aber keine Ahnung, aus welcher Zeitepoche genau, vielleicht viktorianische, also es gibt Helme für Kinder, damit die sich, wenn die in der Bude rumrennen. Aber, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das sieht halt auch immer komisch aus, wenn die Leute so sehen, dass ein Kind hier in der Bude mit so einem Helm rumrennt, ne? Das sieht so aus, so ein bisschen wie bei so Kickboxern, diese Helme, ne? Oder so Sparring-Helme vom Boxen halt, ne? Frag dich schon mal, wenn deine Jungs in die Pubertät kommen. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, also ja, ich kann mich auf jeden Fall an sehr viele Situationen von mir erinnern, die, ne, ich kann es nachvollziehen. Ich denke mal, so ging es jedem Elternteil halt, ne. Ich erwische mich auch sehr oft darin, dass ich in der Erziehung sehr, ja, ich nenne es mal altmodisch sein kann. Ich bin ja schon sehr pingelig in manchen Sachen. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ja, also wenn sie nach mir kommen, wird schon vieles ausgeklammert. Ne? Dann kann ich ja schon viel gegenwirken und ihnen auch helfen und halt auch sicher gehen, dass nicht viel passiert. Aber wenn nicht, ich hoffe zumindest, dass sie nicht so, ja, dass sie vielleicht der einen oder anderen Sache aus dem Weg gehen, welche ich vielleicht auch mal eingegangen bin, ne? An Situation. Ich war meist sehr ruhig und brav, sowohl als Kind als auch in meiner Jugend. Okay. Kannst gleich eine Schaumstoffmatratze mit auf den Spielplatz nehmen. Gefährliche Welt da draußen. Ah.
Also, ja, Spielplätze, ja. Also, ich habe mir auch mal auf dem Spielplatz den Arm verstaucht. Ja, da bin ich von so einem Gerüst runtergefallen, wo man so hochklettern konnte. Kennt ihr diese riesigen aus so Netzen? Das gab es früher, ne, wo man sich so hochklettern kann, was auch wie so ein Spinnen, riesige Spinnennetze. So. Und das gab es früher aus, weiß ich nicht, Edelstahl oder sowas. Und dann bin ich oben abgerutscht und bin alle Edelstahl-Dinger lang geknallt, Alter. Da habe ich mir auch so einen Arm verstaucht, ja. Kann mich auch noch dran erinnern. Deine Kopfverletzungen sind oft sehr blutig, aber dann oft halb so wild. Ah, als ich 5 war, habe ich einen Stock in das Auge bekommen. Das ist ja eklig, Mann. Geblutet wie Sau. Aber zum Glück nichts gewesen. Ja, knapp daneben dann wahrscheinlich, ne? Was? Wie sitzt eine Schnake, Alter? Willst du mich verarschen? Du laberst doch. An meinem Ohr. Da war wirklich eine. Laber doch nicht. Hier auf dem Ohr, oder was? Hier ist eine Mücke auf jeden Fall. Wartet mal. Also Schnake gleich Stechmücke. Ich habe sie rausgetragen. Schnake, Stechmücke? Echt? Schnaken sind doch diese Griesendinger, oder nicht? Wie kommst du denn auf Stechmücke? Mach mal bitte die Tür dazu. Da war eine Mücke gerade drin. Die hat mich gestochen. Warte mal. Hä? Was war das so? Richtig verwundet bin ich. Das tut jetzt auch weh schon. Danke für das Vorsprechen am Montag. Von wegen kommt vielleicht gar nicht dazu. Hab mir dann was locker aus dem Ärmel geschüttelt. Also wer da nicht mit was gerechnet hat, ne? Ich hatte einen langen Stecher. Zero Black Blue, guten Abend, grüß dich. Und Mavoba, vielen Dank für 11 Monate. Dankeschön für deinen Support. Herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Pepsi Light, hallöchen, grüß dich, was geht? Total unerwartet, ja, genau. Jeder wusste es einfach. Vielleicht kommt es ja nicht dazu. Kannte man schon an Nepiers Stimmlage, wo ihr, also an allem, was Nepier gesagt hat, hat man es schon erkannt, dass es darauf hinauslaufen wird, ne? So, ich würde sagen, wir gehen schon mal rüber. So, passt auf. Huch. Hat die sich jetzt ausgeschaltet? Das zieht hier nicht. Hör mal. Ah, jetzt muss ich schon wieder alles eingeben. Wartet mal kurz. Oh, warte, jetzt sehe ich ja gar nichts. Ah, nein. Wartet mal, ich muss hier auf dem Bildschirm umschalten. Thank you.
So. Wir müssen dieses Bild noch heller machen, ne? Dann marschieren wir mal los. Auf geht's. Ja, das ist okay. Übrigens, ich bin richtig schon davon angetan, dass wir bei dem nächsten Game, was wir spielen werden, in Zukunft versuchen, Horror-Wochenende zu machen. Das heißt, ich habe das ja schon mal erklärt, dass wir dann Freitag, Samstag, Sonntag spielen. So, passt auf. Das Bild jetzt noch einstellen. So, jo, dann würde ich sagen, wir fangen an. Ich hole meinen Stuhl. Ach so, eine Sache noch. Weil das mache ich ein andermal. Mache ich nicht jetzt. So, wir gehen jetzt rein. So, passt auf. Also mein Controller. Controller ist hier. Los geht's. Ich muss noch eben runterfahren. Wartet mal. Ey, hier ist noch eine Mücke. Ich sagte doch, da ist eine. Ja, wie? Ja, ich hab die ja erwischt. Sie ist ja anscheinend, ist hier noch eine. So, naja, egal. Oh oh. Oh oh. Macht euch mal Mückenschutz an den Fenster, an euer Fenster. Geht nicht. Hier ist eine Terrasse, eine Terrassentür. Oh mein Gott, Leute, Gott sei Dank. Wo wart ihr so lange? Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Halt. Sag Gott, was ist das? Ja! Oh Gott. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Ich war da unten. Es war furchtbar. Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Was ist das? Das ist der Schutzraum, M. Alte! Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. Aha. Ich weiß gar nicht mehr, was richtig war. Zum Glück kam jetzt diese Auffrischung nochmal. Der wollte jetzt los irgendjemanden suchen, ne, die wir zurückgelassen haben. Boah, das hasse ich nämlich. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis bei diesem Game, gerade was mit so Namen angeht. Ich erinnere mich an die Totems.
spielst du Lee Mike gerade? Ja, ich erinnere mich noch, dass die beinahe eine abgeknallt hätten. So richtig random. Also ich glaube, das war das random-mäßigste, was wir je erlebt haben. Wartet mal, das stört mich jetzt hier. Immer wenn ich hier auf dem Bildschirm gucke, warte. Ich habe heute wieder so einen Tag, da kann man es mir nicht recht machen. So. Die Einzige, die es verdient hat, ist Sam. Nee, wir gehen jetzt echt den Weg zurück. Das ist ja krass. Wir waren ja hier schon. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und ich glaube, wir wissen aktuell auch noch nicht, was mit dem College Boy ist, ne? Der mit der College Jacke, ne? Matt, genau. Wie, echt? Der hieß Matt? Ich dachte, das hier ist Matt. Wer ist das denn jetzt hier nochmal? Jeff oder was? Komm, kann ich da nicht rein? Oh nein. Ich meine, am Ende mochte uns der Wolf doch, oder? Der Wolf, den du getreten hast. Ja. Ich bin am Arsch. Bin ich ehrlich. Hier war der doch, oder nicht? Nice, hier waren wir echt noch nicht an der Ecke, ne? Fehlen nur noch Mistgabel und Pöbel. Warum sollte ich es denn jetzt anzünden? Er macht die Taschen voll damit. Junge. Er nimmt eine Handvoll nur mit. Muss reichen. Da ist eine ganze Kiste. Sparsam, Kollege. So, die Mike macht nicht mal die Taschenlampe aus. Ja. So. Jetzt müssen wir nur noch den Weg nach unten finden.
Kann ich eigentlich jetzt die Zigarre mitnehmen? Alter. Warte mal. Hast du deine schon am PC-Tisch liegen? Meine Zigarre? Nee, ich habe die letztens irgendwo in der Hand gehabt, aber ich weiß nicht mal, wo ich die dann hingelegt habe danach. Mein Freund! Ich habe ja gesagt, er ist mein Freund. Gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben, direkt raus aus der Mine. Kriegen wir das hin? Kannst nicht besser sagen. Finde ich ihn auch so krass leise? So, ich habe es jetzt etwas lauter gemacht. Bleib hier, Hundi. Wäre ich bloß so gelenkig wie du. Ich glaube, ich sitze hier fest. Okay. Versuchen wir es. Ich hab's auch drauf. Oder, Wolfi? Dann nennt ihn Wolfi, seht ihr? Ich wusste doch, was der Name ist. Hundi, Wolfi. Ich habe mal bei so einem Kunden gearbeitet. Der hatte einen Wolfshund. Alter, wie riesig diese Tiere sind, ne? Der brauchte dafür irgendwie eine Sondergenehmigung. Oder? Erstbericht. Die Patienten wurden vor 5 Tagen in die medizinische Einrichtung von Blackwood eingewiesen. In diesem Zeitraum führten wir eine Reihe von physiologischen und psychologischen Tests durch. Die Ergebnisse waren außergewöhnlich. Sie widersprachen den allgemeinen medizinischen Erwartungen. Beobachtung um Symptome, Blässe, Hautverfärbung, schwerer Vitamin-D-Mangel, Störung des Sozialverhaltens, überdurchschnittlich lange Wiedereingewöhnungszeit nach traumatischen Ereignissen, unstetes zwischenmenschliches Verhalten, Gewalt gegen Pflegepersonal, 3 versuchte Tätigkeiten, 1 versuchter Kratzangriff. Erwartet aber nicht beobachtete Symptome. Mangelernährung, Skorbut,
durchschnittlich BMI nur innerhalb ca. 3% der normalerweise erwarteten Werte. Sie müssten tot sein. Erfrierung. Reaktion der Patienten auf Reize innerhalb der akzeptablen Bereichs. Auf Rückseite Gebrechlichkeit, Schwäche, Aufblähung von Schienbein, Wadenbein und Oberarmknochen. Ungewöhnlicher Kräftezuwachs beobachtet, ein Patient hob knapp 330 Kilo Gewicht. Empfohlenes Vorgehen. Unter strikter Beobachtung halten, Fixierung dringender empfohlen. Pflegepersonal von 1 auf 3 Personen aufstocken. Beobachtung rund um die Uhr. Ah, okay, das steht da mit dieser Beobachtung. Ah ja, okay. Hä, aber das sind doch nicht diese Viecher, Alter. Diese Viecher, die so eskalieren, die wollen die mit 3 Pflegern hier betreut haben, oder was? Oh. So eine Scheiße. Ach du Scheiße. Bin ich da nur wieder reingeraten? Das sind ja die reinsten Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen. Ich finde, wenn die Dialoge kommen, ist es unglaublich leise irgendwie, ne? Also unglaublich ist nicht. Was war denn hier los? Lass uns raus, wir verhungern. Das ist Wahnsinn. Wir frieren. Ich werde mich rächen. Hört auf, uns zu testen. Fuck, Mann. Das ist wirklich ekelhaft. Alter, ich hör's tapsen, Alter. Weg. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Ich weiß gar nicht, warum ich mich so nervös mache. Eigentlich ist es ja gar nichts. Es
ist ja gar nichts so Verkehrtes. Da geht's, glaube ich, weiter. Da sollten wir noch nicht lang gehen, besser. Ach, von hier aus sind wir gekommen. Alles klar. Okay. Dann gehen wir erstmal hier lang. Jetzt habe ich die ganze Zeit Angst, dass ich von einer Mücke gestochen werde, Mann. Ärztliche Untersuchung, Patient Nummer 9, Verlauf der Skelett-Hyperostose, vertraulich. Alter, der sieht aus wie Dingens, oder? Epidermale Depigmentierung zu erwarten nach Aufenthalt unter Tage. Starke Krümmung des Thoraxbereiches, posttraumatische Kyphose, Hornhautdystrophie und Linsentrübung, Sehschärfe. 20/260. Tag 9. Chronische Kyphose, narbige Alopecia, extreme Perforation der Nasenscheidenwand. Ach, Anspitzung der Zähne. Scheiße, zieh sich das doch nun mal einer rein. Das ist ja echt unglaublich. Tag 12. Länge des der Oberkiefer-Eckzähne 3,8 cm. Sehschärfe jetzt 20/22. Verwandlung zu Napier. Oh nein, was heißt das hier? Wartet mal. Ah, schön diese Viecher auf mich aufmerksam machen. Heilige Scheiße. Wer ist dieser Kerl? Finde dieser Nachricht. Ich sterbe draußen. Ich höre sie kreischen und weinen. Diese Hölle ist mein einziges Vermächtnis. Gottes Strafe für meine Fehler. Ich kann mein Schicksal nicht entrinnen. Der Tod wartet bereits auf mich. Meine Güte nochmal. Eins. So, jetzt höre ich mich wieder.
man sich auch immer von hinten so anschleichen? Das ist eine Unterart sowas. Da ging es jetzt hier lang weiter? Nee. Okay. Nein, warum sollte ich darauf schießen, Alter? Eine scheiß Ratte? Hä? Wie ist das scheiß Vieh? Oh. Warum hat er ihn nicht angezündet? Ich hätte ihn angezündet, Mann. Fuck. Ja, super. Das war deine Chance. Nein. Fuck, das kann echt nicht sein. Junge, geh doch weg davon. Was macht er denn jetzt? Muss ich das machen? Ich muss es machen anscheinend. Ich kann nichts anderes. Ah, ich will aber nicht. Verstehen. Was denn?
kommt doch gleich so eine Hand von der Seite, Alter. Was? Da hat mir einen Tod hinzu, glaube ich. Wenn wir in dem Moment nicht auf die Ball. Scheiße. Einer nach dem anderen. An mir ist genug für alle dran. Oh, warte mal. Oh, na ja, das juckt. Holy shit. Oh. Oh, und der Bart juckt. Oh, ich habe irgendwas im Auge. Oh, mein. Tja, ziemlich viele Schüsse für eine Handvoll Muni, ne? Alles juckt einfach gerade. Und ich habe das Gefühl, ich bin immer kleiner geworden gerade. Wieder so einer. Und nicht mit mir. Oh nein. Aber der rechnet nicht damit. Er hat hier gerade mit dem härtesten Motherfucker zu tun. Oh nein. Später, ja? Oh Gott. Ah!
Leck mich. Kommt schon, Leute, beeilt euch. Wir müssen zu Mike. Na los. Hey. Ich komme kaum vorwärts, Leute. Geht doch lieber ohne mich weiter. Nein, Chris, wir lassen dich nicht hier. Wir bleiben zusammen. Mike muss dann eben warten. Junge. Ey, vor allem dieser Schuss, ne? Zum Glück habe ich das... Ich glaube, das war... Da gab es nicht viele Kanister, die hätten explodieren können, oder? Alle sind explosiv? Ja, okay. Ja, danke. Machst mich irgendwie weniger... Nimmst mir einen ganzen Ding, was ich nicht hatte. Mike hat sie hinter sich verschlossen. Kacke! Es muss noch einen anderen Weg geben. Halt! Hey! Was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Nur die Nase so krass einfach. Okay, das ist dann etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Nach euch. Gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Zwar verletzt, aber beeil dich, okay? Ich versuch's ja, Ash. Hey, Oh, kannst du mal bitte runtergehen? Wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Nein! Leiter gerade was leckt. Das ist Duster, ne? Hallo? Hä? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Gruppe. Die können auch Hallo? Nachmachen, die Stimmen, glaube ich, oder? Ich hoffe, ich habe das noch so richtig im Kopf, weil so eine Horrorserie, welche ich aktuell schaue, Gott! Da ist das auch so. Natürlich erinnere ich mich an sowas. Ich bin The Brain, Mann. Oh mein Gott, endlich. Ich hatte eine Scheißangst. Wir auch. Was, hast du mich verarscht, oder was? Da. Oh nein. Wow. Die Leiter ist hin. Wir schaffen es niemals darauf. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist
eine Felswand. Ich klettere weiter. Geh du doch zurück zur Lodge. Ju, Dickchen, du verschenkter Hose. Viel Glück. Dafür, Dickchen. Danke, 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 danke. Ich dachte, mich öfters mal an was erinnern. Schneeleopard, hallo, hallöchen. Fake, Alter. Never ever ist der tot. Nee, ich kenne das Game noch gar nicht. Ich habe es voll drauf. Also ich zock's first time auf jeden Fall. Ah, springen wollen wir noch nicht. Hört ihr mich gerade? Ey, manchmal habe ich das Gefühl wieder, hier ist alles mega leise. Warte mal. Ach nee, komm. Warte mal. Oder bin ich leiser als sonst? Nee, ne? Alles gut. Ich bin leiser geworden. Ich bin echt leiser geworden. Wartet mal. So, jetzt muss es jetzt besser wieder. Ja, ne? Ja, das war gerade die Musik, aber ich müsste jetzt eigentlich anders sein. Ich höre mich auf jeden Fall wieder besser. Was? Nee, okay dann. Aber wenn ich rede, bin ich im gelben Bereich. Also ich müsste eigentlich laut sein, auf jeden Fall. Daran kann es jetzt nicht liegen. Du bist gleich laut, aber immer noch laut. Also normale Lautstärke, ja. Ich weiß nicht, was mit der Technik mittlerweile los ist. Aber ich denke mir irgendwo, ich mache mir erst Gedanken darum, wenn es gar nicht mehr geht. Auf dem Lehrgang. Was war das? Im Vergleich zum Spiel bin ich recht leise. Ich überlege. Ich habe das jetzt nochmal so ein Gate höher gemacht hier, ne? Wo ich rede. Eventuell mein Verstärker. Ich habe das jetzt mal wieder höher, eine Stufe höher gedreht, ne? Aber, ich habe
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Kinder an den Verstärker die ganze Zeit kommen. Das ist unmöglich. Ja, klasse. Konzentrier dich, please. Hast du bemerkt, dass ich hier aus dem Stegreif gerade das Game hier gemacht habe? Ich bin heute in einem guten Modus, glaube ich. Was hat Ares über Essen gesprochen? Jetzt habe ich richtig Hunger. Knarre zu? Definiere okay. Lebendig zum Beispiel? Ja, lebendig ist gut. Was machst du hier eigentlich? Ich wollte dich warnen vor den Bendigos. Nicht mehr nötig. Ja. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt! Nicht fliegen. Großer Gott, was ist das? Ja! Oh Gott, oh Gott. Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Ich habe ihm den Kopf abgeschlagen. Hallo? Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Schau mal, was geht. Hi. Er lebt hundertprozentig noch. Sie werden begeistert sein. Sie werden es. Oh mein Gott, nein!
fertig ist. Ich lasse mir nichts von euch befehlen. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen. Jetzt nicht mehr. Die Zeit für George ist abgelaufen. Okay. Okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich muss jetzt George spielen. Ah ja. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Der kam unerwartet. Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass er stirbt. Ich schwöre. Was ist eine Mücke, Alter? Junge. Ich war nicht darauf vorbereitet, wie hässlich das Ding wirklich ist. Ja. Ah. Und die Stichmücke ist aufgefallen. Was? Der Wendigo. Hat eine Narbe. Ja. Ich kenne diese Narbe. Wovon redest du da? Ich habe alte Fotos vom Kerl mit dieser Narbe gesehen und er verwandelte sich in einen Wendigo. Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das heißt, das Ding ist 80 Jahre alt. Mindestens. Grüß dich für dieses Alter. Sie haben aufgeräumt. Ja, das Knacks hab ich gemacht. Sie? Du meinst, es gibt mehrere? Oh ja. Wie viele? Zu viele. Wir sind fast da. Ein Versteck. Wie kommst du darauf? Da will ich wirklich nicht reingehen. Es gibt keinen anderen Weg. Ich muss nochmal zurück mit ihm, oder was? Ich kann doch gar nicht reingehen. Komm rein, ist okay. Sicher? Ich bin noch nicht tot. Oh nein. Berühmte letzte Worte. Scheiße. Ich höre meine Finger nicht. Ich wieder hoch? Ah, ich kann wieder hoch. Also wurde sie hier beerdigt. Und dann auch.
so ekelhaft. Stellt euch vor, ihr müsst im Dunkeln. Warte mal, ich dachte, tiefer wird's nicht mehr. Hab ich nicht gesagt, ich sagte. Oh. Also das, wenn keine Haie oder sowas rumschwimmen. Haie, toll, danke. Voll Bock drauf. Nee. Wart ihr schon mal bei Nacht im Meer? Ich weiß echt. Ich weiß noch nie, glaube ich. Meine kleine Schwester ist tot. Sie hat den Sturz nicht überlebt. Ich habe gesehen, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Mein Bein ist gebrochen. Ich bin ganz alleine. Gefangen mit Beths Leiche. Bald wird jemand kommen. Ich war noch nie so hungrig. Es fühlt sich an, als würde mein Magen sich verdrehen. Ich habe mir Beths Pulli genommen. Jetzt ist es ist viel wärmer. Sie passt immer noch auf mich auf. Boah, sie hat ihre Schwester gefressen, oder? Es tut mir leid, Beth. Ich habe keine Wahl. Ich sterbe. Ich habe keine Wahl. So kann ich noch überleben hier unten. Wenn das hier jemand findet, es tut mir leid. Ich musste. Es ging nicht anders. Verzeih mir, Beth. Es tut mir leid. Meine Hände fühlen sich schmutzig an. Meine Nägel sind ausgefallen, herausgedrückt. Ich habe Schmerzen, aber mir ist nicht mehr kalt. Kein Schmerz. Ich werde stärker. Ihre Schwester war schon verwesen, vielleicht konntest du gar nicht mehr essen. Verdammt. Gott, verdammt. Hannah war hier unten. Hör auf damit! Sie muss fast verhungert sein. Sie war so verzweifelt. Fuck! Wir müssen zu Josh. Sofort. Aber war auch in der Höhle tiefster Winter? Übrigens, die Serie Yellow Jackets erinnert mich mega daran. Alter, coole Serie. Kann ich nur empfehlen. Ich bin jetzt aktuell bei Staffel 2 oder so. Ich hole mir gleich einen Schluck Cola oder so. Wenn es draußen schnell, dass die Höhle dann Zimmertemperatur hat. Ich weiß es nicht. Okay. Hey, es steigt wieder an. Wir schaffen es. Oh mein Gott, das hoffe ich. Komm schon. Wir haben es geschafft. Dann kann das Wasser eiskalt. Natürlich ist das Wasser kalt, das ist ja in der Höhle. Bevor wir da durchgehen, ich hole mir irgendwas zu trinken. Einen Moment, wartet mal. Leute, meine Güte.
Ich glaube, ich werde euch irgendwann im Laufe des Spiels wieder was vorknuspern müssen. Alter, ich schaffe es, bei dem kleinen Tisch immer noch viel Müll hier rumliegen zu haben. Diät? Nein, Salzstangen. Und ich habe hier trockenes Brot. Diese Knäckebrot. Dieses, bitte, diese Bake Rolls steht hier drauf. Das ist nicht schlimm. Marie, was geht? Guten Abend. Okay, auf geht's. Wow, wow! Wow! Und jetzt? Scheiße! Wer ist das? Das ist Jess! Oh nein! Der Sattelkopf denn? Shit! Siehst du das? Der Jäger, achso. Ich wusste nicht, dass das Vieh den Kopf aufgesammelt hat und den Körper. Bake it things wie Chips? Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen. Wieso will ich nicht mehr essen? Ihr befehlt mir nichts mehr. Okay. Okay. Ich vertraue euch. Ich glaube, ich hole mir jetzt Salzstangen. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Josh, Hannah war hier unten. Wochen, einen Monat. Sieht grob besser aus. Sam. Mike. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Oh, gut. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. George schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay, hilf du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Gehen wir, durchgeknallter Mistkerl. Moment, ich muss eben meine Chips offensichtlich wegtun. Daran habe ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so ungesund sind. Ich meine, so schlimm liest sich das nicht. Aber ich räume es jetzt weg. Ich mache mich jetzt kirre. So. Jetzt habe ich Salzstangen hier. Also. Ich wurde gesagt, dass man Maggi eigentlich Italienisch ausspricht, weil der Erfinder Italiener war. Was ist denn Maggi? Mein Fehler. Wird Gigi weich ausgesprochen? Diese Baked Rolls. Ne, das ist, wie heißt es nochmal? Olive, Tomaten.
Olivenöl, Tomate oder irgendwie sowas. Ich hatte schon ewig keinen Italienisch. Also das ist schon ewig her, wo ich Italienisch hatte. Josh. Ich meine, ich trinke gleich Cola, das ist ja echt auch ungesund. Aber ich mache es immer so mittlerweile. Also, das habe ich eigentlich früher schon gemacht, weil ich mag das nicht. Wenn ich so einen Softdrink trinke, esse ich meistens nichts Süßes. Weil ich sage immer entweder oder. Weil ich finde das voll eklig, so Softdrink zu trinken, was schon süß ist, und dann noch was Süßes zu essen. Boah. Nein. Was? Wollte ich nicht. Salzstangen sind gar nicht so ungesund. Ich wollte nicht, dass ihr sterbt. Ich mag die sowieso eigentlich als Sesamstangen lieber, aber gut, wir haben jetzt irgendwie hier nur Salzstangen. Die macht mir alles malig irgendwie, ne? Vielleicht schmiere ich mir ein Brot, aber ein Brot ist auch nicht so gut, glaube ich. Ein Apfel mache ich mir gleich. Nicht Salzstangen mit extra Vitaminen. Nein, das habe ich nie gesagt. Das stimmt einfach ganz okay. Ich glaube auch, dass sie Josh nicht umbringen, weil sie ihren Bruder noch erkennt irgendwo. Wie kam es wohl zu dem Einsturz? Sascha Grammel kenne ich nicht. Ist das dieser Komödie mit diesen Handpuppen? Was war das?
Nein, warum laufen? Ich bin aber auch dumm, Alter. Schon ein bisschen Tom Cruise-Style, ne? Hab ich nicht besser hätte da oben lang gehen müssen. Warum gibt es zwei Wege, Alter? Hier müssen wir uns angucken. So, warte mal. Großvater konnte ihn nicht gekommen, um den Berg abzubauen, bis ein Einsturz sie einsturzten und wurden wahnsinnig. Mörder, Kannibalen, sie aßen Menschenfleisch. Jahren, nach vielen Monden und vielen Jagden. Ich bin immer schuld. Ja. Acht, vor einem Jahr. Da hatte ich ihn endlich im Visier. Aber wir waren nicht alleine in den Wäldern. Ich konnte die Mädchen nicht retten. Aber ich habe sie gerecht. So, weiter geht's. Ich darf essen, wie ich möchte. Ich
Ja, ich habe auf den Chat geguckt, die Kamera ist da. Als ob ich in die Kamera gucke dabei. Was ist denn da? Ist hier lang? Bei der Kälte in den Klamotten. Das ist kalt, Leute. Nicht her. Oh Gott, du siehst schlimm aus. Wird noch schlimmer, wenn wir hier bleiben. Komm schon. Wo kam der denn jetzt her, Alter? Keller nachschauen. Diese Tische. Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Ja, hoch. Diese Viecher können nur ich gar nicht denken. Uns rankriegen. Wenn wir uns bewegen, dann sehen wir uns. Ich bin weg hier! Los, 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 los! Los, wir müssen weg! Hör auf! Thank you.
es nicht, mein Freund. Ey, wie konnte das nur passieren? Das war's, ne? Das Hauptgebäude ist vollkommen zerstört. Ich sehe da etwas. Es scheint Überlebende zu geben. Gut, wir gehen runter. Ach nee, Henna. Fuck! Nein! Jessica! Es war ein Versehen. Wartet mal. Das Ding ist nämlich... Das hat Wo ist Josh? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Das war Jessica. Ich weiß nicht wie oder warum sie da unten war, aber ich weiß, ich habe sie gehört. Er hielt sie mir direkt vors Gesicht. Hierhin, direkt vor meine Nase und er hätte schießen können. Er hat mich fast erschossen, der Penner. Ich meine, da geht man ewig lange mit einem Kerl aus und glaubt, man kennt ihn, aber Mann, der schießt echt den Vogel ab. Ich war genau da und ich hätte etwas tun können. Ich wollte ihr ja auch helfen. Ich war nicht gut genug. Er ist voll durchgedreht. Wollte uns was antun. Und ich hielt ihn für den Angreifer von Jazz. Warum schlugen Sie Josh? Er führte sich auf wie ein Irrer und ich... Ich musste ihn aufhalten. Sie sagten doch, er war gefesselt. Ja, aber... Okay. Okay. Ich weiß, wie das aussieht. Sie müssen verstehen, er hat Psychospielchen gespielt. Ich hab zugestochen und ich wollte weglaufen, aber ich wusste nicht. Ich schwöre, ich wusste nicht. Wussten nicht? Wen haben Sie verletzt? Na, es war der Psychopath und ich wusste nicht, dass es Josh war. Und er war es aber und ich konnte nicht wissen, dass Josh all dies eng und die Waffe hatte. Oh mein Gott. Wo ist Matt? Ist er okay? Ist seine Befragung vorbei? Ich bin etwas besorgt, weil... Er war ein Versehen. Ich bin seine Freundin. Hat er das erzählt? Ich meine, vielleicht war er genervt von mir für ein paar Minuten. Aber er weiß, dass ich ihn absolut liebe. Das weiß er. Das hat er auch gesagt, oder?
Aber warum hat Bess uns jetzt helfen wollen? Ich hab's nicht verstanden. Ich war so nah dran, Mann. Nur ein paar Sekunden schneller. Ich hätte sie retten können. Das macht mir kein schlechtes Gewissen, Mann. Es ist meine Schuld. Mir ist Jess tot. Ja genau, das war Hannah, mein ich doch. Und dann... Fuck, Mann. Dieses Ding. Okay, der Wendigo. Er kam da aus dem Dunkeln und hat... Ich weiß nicht. Ich hörte Schreie, ich bin abgehauen. Wozu sollten wir beide drauf gehen? Da kommt er jetzt noch bestimmt, ne? Das ist dasselbe Lied, was bei den anderen Spielen auch immer läuft, ne? Deswegen. Deshalb war die so. In den Instinkten noch, ja? Ja, ich hab mir schon irgendwie gedacht, aber. Nochmal besser, es von euch zu hören. Beim zweiten Durchgang alle sterben lassen. Das Problem ist, das würde ich gar nicht hinkriegen. Ich weiß nicht mal, wie ich es geschafft habe, dass alle überlebt haben. Also fast alle überlebt haben. Ich müsste einfach alle Sachen, die ich mache, verkacken oder so. Auf der Minenstange, genau. Alle. Ich weiß gar nicht, wie es... Ja, wenn mich irgendwer fragen würde, und wie war Until Dawn? Ja, war einfach. Es haben alle überlebt. Bisschen langweilig. Nicht so wie in einem normalen Horrorfilm, die man schaut, wo wenigstens einer stirbt. Aber 4 ist nicht schlecht. Wird man daran gemessen, wie viele überlebt haben, oder was? Das zeigt... Was? Du sowieso. Ach so. Na. Also jetzt Runde 2 gleich, ja? Weil Patrick wollte beim zweiten Durchgang alle überleben, sogar Beth. Das ist ein guter Einwand, das glaube ich auch.
mich sehr von überzeugen. Boah, ich kann selten die Motivation aufbringen, Games zweimal zu zocken. Vor allem heutzutage kann ich das, glaube ich, gar nicht mehr. Früher, weiß ich, habe ich das öfters mal gemacht. Ich glaube, das meiste Spiel, ich glaube, die zwei Spiele, die ich am meisten durchgezockt habe, öfters, sind Star Wars, Knights of the Old Republic und Fable 1. Oh, jetzt habe ich Schluck auf. Wenn ich das hier überspringe, geht's dann weiter? Kann ich dann wenigstens gucken? Ich bin immer so ungeduldig bei sowas. Das erinnert mich immer an die ganzen Marvel-Filme. Lass es. Ja, ich drück nix. RDR2 habe ich dreimal gespielt, aber sonst spiele ich auch meistens kein Spiel mehr. Ich spiele mehrmals. Boah, ey, bei RDR2 ärgere ich mich mega, dass ich das irgendwann aufgehört habe zu spielen. Das hat mich einfach nicht gepackt irgendwie. Aber das liegt auch immer an Roleplay, ne? Dass ich mir dann halt auch nie die Zeit nehme, die Games alle zu zocken. Das finde ich echt schade. Davon möchte ich eigentlich ein bisschen weg. Witcher 3... Bei Witcher 3 habe ich drei oder viermal angefangen zu spielen, weil immer die Zeitabstände zu groß waren, um wieder reinzukommen ins Game. Ich habe auch das erste Mal liegen gelassen und dann nochmal angefangen. So eine schöne Story, lohnt sich wirklich. Witcher 3 jetzt, ne? Also, ich muss sagen, es hat schon mega Spaß gemacht, wo ich es gezockt habe, aber ich glaube, da müsste ich das größte Problem, also RDR 2, ach so, ja, das war eine spannende Geschichte, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das größte Problem ist immer noch Dingens. Roleplay. Final Fantasy ist das Spiel, was ich wahrscheinlich am meisten mehrfach durchgespielt habe. Jede Sommerferien einmal, mehrere Jahre hintereinander. Boah, das ist cool. Bei Final Fantasy, ich weiß nicht, welcher Teil es war, ich glaube 10 oder so, da habe ich die Actionfiguren von gesammelt. Aber ich habe noch nie ein Spiel davon gespielt, aber ich fand die Figuren so cool. Ich hatte so einen Cowboy, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich hatte so einen, das war eine meiner Lieblingsfiguren. Das war so ein Cowboy mit so einem, also ein Cowboy-ähnlicher Typ mit so einer Shotgun. Cyberpunk lohnt sich mittlerweile nach dem Patch 1.6. Ja, das hat mich aber nie so richtig... also, weiß ich nicht, da gab es ja so viele Probleme mit dem Game, deswegen hab ich das nie spielen wollen. Und dadurch, dass man... Also, da hatte ich die PlayStation ja noch nicht, da hatte ich ja den PC damals, wo es rauskam, und der ist eh nicht für das Spiel so... Ja, ich mag es nicht, wenn ich PC-Spiele hole und ich kann sie nicht auf eine hohen Auflösung zu spielen oder mit hohen Einstellungen, dann nervt mich das. Und dann spiele ich sie lieber gar nicht. Irvine aus Final Fantasy 8. Warte, ich google das jetzt. Abspann, läuft ja noch was. Warte mal, meine Schwester schreibt mir, ich soll ihr ein Video schicken. Das muss ich eben machen. Ich kann ja mal hier googeln, wartet mal. Ja, genau, der war das.
Der Typ war das. Der ist cool. Ich mag den voll. Ich weiß nicht, ist der im Game auch cool? Na, das ist nicht doch mal ein, das ist nicht doch mal ein Abschluss. Sagen wir, er wäre gern cool. Oh nein, echt? Aber, oder ist er cool? Sag mal bitte. Prince of Persia, Sand of Time habe ich mehrfach durchgespielt, teilweise auf Zeit. Ach krass. Im Game ist er halt einfach Weiberheld. Also doch cool. Also ist er doch cool, ja? Na, das ist doch was. So, passt mal auf. Jetzt gucken wir uns mal das Video an. Ich habe das hier schon geschickt bekommen. Dann kann ich es so aufrufen. So. Dann. Oh, was ist? So, okay, wir gucken uns das jetzt hier mal an. So. Vor vielen Jahren hat mein Großvater die vom Fluch Besessenen gejagt. Aber es gab einen, der ist ihm entkommen. Der fieseste von allen. Der Makapitu. Er war ein schreckliches Ding. Und mein Großvater konnte ihn nicht besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen, bis ein Einsturz sie einsperrte und den Fluch wiedererweckte. Es waren Dutzende Männer, ohne Essen, ohne Licht. Und in der Dunkelheit kam der Hunger. Sie waren besessen von ihren abscheulichen Gelüsten und wurden wahnsinnig. Mörder. Kannibalen. Sie aßen Menschenfleisch. Und wenn man dieses Monstrum tötet, wird der Geist befreit und wirbelt über den Berg wie ein böser Wind, um wieder Besitz zu ergreifen. Man sollte sie nicht töten, ich hab's versucht. Man kann sie nur einfangen und mit Feuer quälen. Und nach all diesen Jahren, nach vielen Monden und vielen Jagden, war der Makapitu immer noch frei. Für mich unfassbar weit entfernt. Bis zu dieser Nacht, vor einem Jahr, da hatte ich ihn endlich im Visier. Aber wir waren nicht alleine in den Wäldern. Während ich den Makapitu verfolgte er etwas anderes. Der Makapitu jagte die Mädchen über den Berg und ich konnte nichts machen. Ich konnte die Mädchen nicht retten. Aber ich habe sie gerecht. Ich habe
Teufel in Wendigo gejagt und mit Feuer bestraft. Okay. Ja. So viel zu der Geschichte, ne? Der Macapito. Dadurch, dass man sie getötet hat, sind die Geister wieder frei und konnten von Josh Besitz ergreifen. Der Macapito hat dann von Hannah Besitz ergriffen, deswegen war sie auch so viel größer als die Bergleute. Okay, ja, verstehe. Ja, muss ich kurz drüber nachdenken. Ist schwer zu folgen, aber ich verstehe es, ja. Ja, krass. Aber dann sind wir jetzt auch schon durch. Ich habe eigentlich gedacht, wir hätten noch ein bisschen mehr Spielzeit. Hat er den... Ja, da oben gekillt und sie kam ja runter und erst dann wurde sie hungrig. Wie? Hä? Warte, okay, warte mal. Sie wurde erst hungrig, als er gekillt wurde. Ich dachte, der Hunger ist später erst eingetreten. Ich glaube, irgendwo hat diese Geschichte auch Lücken. Da stimmt was nicht. Nee, so kann es nicht gewesen sein. So, ihr hattet gesagt, als nächstes Game sollen wir... wie hieß das nochmal? Motuschen? Wie hieß es nochmal? Warte mal. Oben hat der Jäger den Macapito gekillt, während sie runtergestürzt ist. Dann ist sie die Tage, Wochen gewesen und der Macapito-Geist war ja frei, hat dann von ihr begriffen. Ah, ich verstehe es. Ah, dadurch, dass sie ihre Schwester gegessen hat, ist dann dieser Geist gekommen und hat sie dann... Ah, okay. Ja, krass. Okay, ich verstehe. Brain. Ja, bin ich ja... Ey, ich muss mir so viele Sachen merken und so viele Sachen aus Horrorfilmen. Das ist ja gar nicht so einfach. So, Mortuary Assistant, ja? Okay, pass mal auf. Ich guck mal nach. Gibt's das auch für PlayStation oder PC? Im Himmels Willen. Meine App funktioniert ja gerade nicht. Ist das nur für den PC oder auch für PlayStation? Sagt mir das mal einer. Find's easy raus. Super.
gib's mal ein gerade. Ich glaube, das ist nur PC, ne? Naja, ich sehe es gerade. Aber sollen wir das dann heute noch spielen? Ich meine, wir haben jetzt schon 23 Uhr oder 23:30 gleich. Das lohnt sich schon. Lohnt sich, glaube ich, gerade schon gar nicht mehr, ne? Aber ich würde sagen, das ist so das Game, was wir dann nächstes Mal anfangen. Wieso? Was wieso? Ich weiß es nicht. Ist das nicht blöd, wenn man mittendrin ein neues Game anfängt? Jetzt wird auch noch verhandelt. Okay. Ja, weil ich es halt, ich muss es ja auch erstmal runterladen, ne? Pass mal auf, ich guck mal jetzt mal nach. Okay, pass mal auf, ich hol's jetzt mal eben. Kann ich natürlich nichts versprechen dabei. Ich gucke gerade, hier gibt es so einen Publisher-Bundle. Was ist denn da alles drin? Ja, du hast das Ende von Until Dawn verpasst. Es haben alle überlebt. Ja, wir gucken gleich mal, wie lange der Download dauert, weil ich habe nicht allzu viel Zeit noch. So, warte mal, gib mir mal einen Moment, ich muss das jetzt hier alles ja mal machen. Ihr wisst ja Technik, ne?
wie war mein Passwort jetzt nochmal? Okay, das habe ich schon mal. Boah, Gott sei Dank. Ich bin halt auch ein Brain, was das angeht. Ah! War es noch schnell genug hier? Aber das Game ist, glaube ich, nicht auf Deutsch, ne? Ist auf Englisch, wenn ich das hier richtig sehe, ne? Okay, es installiert sich jetzt. Ich würde sagen, kurze Pinkelpause und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Es installiert sich ja jetzt und dann starten wir rein. Worum geht's denn überhaupt in dem Game? Wartet mal. Ich habe mal mit einem Kumpel The Devil in Me gespielt. Und ich glaube, wir haben in den letzten 10 Minuten einfach 3 Leute aus Versehen getötet. Dann war auch nur noch eine übrig. Ich glaube, bei uns haben auch nicht so viele überlebt, ne? Wo wir es gespielt haben. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich guck gerade nochmal, was hier steht. Über das Spiel. Nach deinem Abschluss als Bestatterin hast du ein Praktikum im Leichenhaus Riverfields begonnen. In den letzten Monaten hast du zahllose Stunden mit zugebracht, bei alltäglichen Aufgaben zu assistieren und den Prozess des Einbalsamierens sowie den richtigen Umgang mit Verstorbenen zu erlernen. Eines späten Abends wirst du zur Arbeit gerufen, um einige Einbalsamierung vorzunehmen. Der Tod hält sich nicht an die geregelten Arbeitszeiten. Aber irgendetwas ist anders an diesen Leichen. Denn irgendetwas ist anders an dir. Das Telefon klingelt und am anderen Ende ist der Bestattermeister. Die Gerüchte sind wahr. Und du kannst nicht gehen. Okay. Oh nein! Oh, ich hasse euch! Oh nein! Tromix. Dankeschön für 30 Monate. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Oh, ich hasse euch einfach, ne? Was ist das denn? Ich ändere schon mal den Titel hier.
Vor allem, wir müssen jetzt auf PC spielen, ne? Wartet mal. Könnte jetzt laut werden. So, okay. Ach, das Spiel ist schon fertig. Wir können es spielen. Jetzt war es schneller als die Pause, die ich machen wollte. Warte, okay, passt auf. Okay, gib mir ein paar Minuten. Bin gleich wieder da. Oh, ein Gast. So. Ich starte das Game jetzt schon mal. Schon sehr laut. Thank you.
So. Das ist laut irgendwie trotzdem. Es ist auf Deutsch, by the way. Hä? Also Untertitel rein, ja. Wie ist das denn? Was ist ein Story-Game, ja? Bedingt. Alles klar. Rein da. Rein da ins Leichenschauhaus. Freund von mir. Der hat schon mehrere Jobs durch irgendwie so. Der hat als ich ihn kennengelernt habe, hat er als Kellner gearbeitet. So eine Ausbildung. Ich weiß, dass es hat einen anderen Begriff. Aber ich muss es ein bisschen leiser machen. Das wird irgendwie wieder lauter. Und der hat irgendwann die Branche gewechselt zum Bestatter. Voll random irgendwie. Und Gastronomiefachmann, genau, dankeschön. Vielen lieben Dank. Und ja genau, er ist halt zum Bestatter gewechselt dann. Voll random. Und dann ist er irgendwann von dort aus rüber zur Feuerwehr. Ist jetzt Feuerwehrmann. Ja, ja. Leichenschauhaus, ne? Ja, schon was Krasses. Also, ihr wollt es spielen, ne? Ich muss einfach nicht hin. Controller, der liegt hier. Hier ist alles im Weg irgendwie. I'm so glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. I'll never understand why you chose such a macabre field. There's nothing disturbing about it. It's just that I'm proud of you. I really am. You've come so far. So, you haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or...? They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No. I'm not moving. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma... Even I've heard things about that place. I'd just be worried people about you. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Gut, also so ein bisschen Story scheint es ja zu haben, ne? Thanks. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow.
right. Here we go. Komm rein da jetzt. Oh, kann ich jetzt einstellen, dass die Maus sich ein bisschen schneller bewegt? Ist das die Stabilität hier? Ah. Ja, das war aber zu viel. Ich würde sagen, den Rest finden wir raus, oder? Ich merke, wir können einiges anfassen hier. Visitenkarten von Mr. Delver. Und ihr sagt, dieses Spiel hier soll so krass sein. Rebecca, ich habe vergessen, dir das zu geben. Bitte nimm meinen Stift vom Tisch und unterschreib es. Danke. Viel Glück. Stift zum Unterschreiben der, der Papiere an der Türe. Okay. Schnellinventar. Greife auf das Schnellinventar. Hm. Da lag einer. Okay, hier ist der Stromkasten auf jeden Fall. I don't have my clipboard. Was ist hier mir? Alter, das ist so fucking gruselig, das Bild. Oh. Gerade gehört? Ich weiß es nicht, Leute. Sollen wir nicht... Wieso machen wir nicht was anderes als einen Horror-Samstag? Rebecca, great, perfect timing. Ach, ich bin nicht alleine. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Wegen der Tote. Verwende die Fahrtrage, indem du dich hinter sie stellst und Interaktion für Fahrtrage drückst. Gehe anschließend mit der Fahrtrage rückwärts den Flur herunter. Entschuldigen Sie, Sie bleiben doch bestimmt die ganze Nacht bei mir, oder?
Ach, komm. Um meine Leiche in die... oder aus der Kühlung zu bringen, öffne das Fach mit dem Namen der Person. Ziehe das Gestell heraus und schiebe dann den Wagen dorthin. Ich würde sagen, wir machen uns eigentlich ganz gut, oder? Boah, das ist so fucking laut, ne? Kann man das irgendwie einfacher lenken? Just finishing up something here, so why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks. I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Klemmbrett. Ein Klemmbrett für Formulare und den Überblick über die Arbeitsschrift. Schritte. Gut. Alle identifizierenden Körpermale notieren. Körpermale in den Computer eingeben. Einbalsamierungsbericht drucken. Huch. Ah ja, okay. Untersuchen einer Leiche. Bewege den Mauszeiger über einzigartige Körpermerkmale, Körpermale wie Muttermale, Kratzer und blaue Flecken und interagiere mit ihnen, um sie auf das Klemmbrett zu verfassen. Ich spiele mit der Maus gerade. Warum? Ich meine, das Ding reagiert von alleine, wenn ich da jetzt auf irgendwas draufhalte. Da bin ich mir nur so, ob dir vielleicht Controller leichter fällt. These old windows never stay latched. Ja, ich kann halt nur keinen Controller gerade anschließen. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem. Ja, easy peasy, Mann. Ich wusste gar nicht, dass es so einfach ist. Fehlt ihr ein Arm? Ne, der ist hier.
dann werde ich heute Nacht Great. Träumen. Great. Climb on in here and put everything into the record system. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. Ja, aber ich muss den Kopf doch auch noch machen. Wie? Ich glaube, die machen hier alles auf einmal, oder? Wow, das ist aber... You'll die here. What was that? I didn't say anything. You all right? Yeah, I'm fine. Sorry. Windows 97. Anleitung Netzwerk Riverfields. Zur Eingabe von Informationen zur Leichen. Auf das Symbol... Aufzeichnungssystem klicken, um das Programm zu öffnen. Die Bereiche auf dem Klemmbrett mit dem entsprechenden Bereich im Computer abgleichen. Nach der Eingabe aller festgestellten Körpermale auf Übermitteln klicken, um den Einbalsamierungsbericht zu drucken. Anschließend Bericht vorne ablegen, um mit dem Einbalsamieren zu beginnen. Okay. Aber ich muss also nicht alles selber eintragen, oder? Ah ja. Kann ich auch etwas falsch eintragen? Nee. Ein Balsamierungsbericht. Ein Paket mit Unterlagen des Leichenhauses über die Behandlung der Leiche. Vorne ablegen, damit sie auf Anfrage verfügbar sind. Auf dieses Bild, das... Oh Gott. Mir jetzt schon nicht, ne? Time to embalm. All right. I've set everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Everything's on your list there if you need it. Ah! Meine Cola ist umgefallen. Einfach so. Kiefer mit Nadelinjektor und Dings verschließen. Augenklappen einfügen, um Auge geschlossen zu halten. Ach, guck mal, ich muss den Kopf gar nicht drehen. Ich werde dieses Wort heute noch lernen. Einbalsamierungsflüssigkeit in Pumpe mischen. Ja, irgendwelches Zeug. Einschnitt in Karottis und Drosselvene mit Skalpell vornehmen. Ah, das ist aber richtig detailliert, ne? Gut, machen wir.
Ein Tuch, mit dem die Haut der von Verstorbenen eingecremt wird. Warte mal. Aber wir cremen doch gar nicht ein. Wir fangen mit dem Kiefer doch an, ne? Pflege machen wir am Ende. Alles klar. Let's go. Hold anything else. Ah. Du kannst nur nur zwei große Gegenstände gleichzeitig tragen. Um einen Gegenstand abzulegen, öffne das Inventar, wähle ihn aus und wähle die Schaltfläche ablegen. Hm, okay. Was war das jetzt hier? Haken mit Draht zur Verwendung. Achso. Gut. I'm missing something. Gesichtsvorbereitung. Ziehe den Mechanismus nach oben und drücke die Injektor-Taste, um den Haken in den Schädel zu treiben. Ah. Oder war das der hier? Nee. Und jetzt? Ach. There we go. Mhm. Platzieren der Augenkappe. Verwende den Mechanismus, um das Augenlid vollständig zu öffnen. Interagiere mit den Augen, um die Augenkappe aufzulegen. Was ist jetzt alles? Ah. All right. Was ist das jetzt hier? I can't hold anything else. I can't use that here. I can't use that here. I can't use that here. Warte, wie meinst? Große Gegenstände werden in den Händen gehalten. Wenn du beide Hände voll hast, musst du einen großen Gegenstand, bevor du ihn aufhebst. Aha, okay. Nach der Auswahl eines Gegenstandes wird diese Beschreibung darunter angezeigt. Wenn ein Gegenstand abgelegt werden kann, erscheint unter der Beschreibung... Ablegen. Gut, das Klemmbrett behalten wir mal.
Boden gelegt. I can't hold anything else. Okay, wir brauchen... Ich glaube, da kann alles rein, was wir da haben. Was ist das denn? Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Alter, warum steht der da wie so ein gruseliger Typ einfach? Ich will einfach nur hier meine... Missing something. Einschnitt in die Karotte. Okay. I can't hold anything else. Can't use that here. Ja, ja, Sie gucken hier. Ich weiß schon ganz genau, was ich hier tue. Verwendung von Gegenständen. Einige Gegenstände müssen direkt auf die... Das ist keine Karteikarte, die ich hier gerade lese. Einige Gegenstände müssen direkt auf die Leiche... auf der Leiche angewendet werden, um einen Gegenstand zu verwenden, öffnen die Schnellinventar. I'm missing something. Ja, ich weiß. Ich hab sie vergessen. Lass uns das Klemmbrett reinstecken, ja. I'm missing something. Mit der Klemme die Schläuche an beiden Adern befestigen. Ah. Okay. Schläuche. Ich hab auf den Boden geschmissen. Ja, weil... Ja, hör mal. I can't hold anything else. Thank you.
Pumpe ausschalten. Okay. Einen leeren Infusionsbeutel mit Flüssigkeit füllen und den Drucker in den Bauchhehler einfügen. Also gleich jetzt nochmal. Den Kabel bis zum Anschlag ein, um das Einströmen der Einbalsamierungsflüssigkeit. Ah, okay. There we go. Damit die Haut halt immer noch irgendwie so durchblutet aussieht, meinst du, ja? Anything else? That's not it. Reiniger im Schrank in der Toilette zusammenmischen und in die Einbasierungspumpe füllen. Okay. Gesichtspflege, bewege das Tuch. Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Da hinten ist gerade jemand gegangen. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Aber da hinten war, habt ihr das gesehen? Da hinten war etwas, ne? Go ahead. It's fine. I'll give you a call when we get someone in. Okay. Okay. Ja, war schon ein bisschen gruselig, ne?
It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So, that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. Just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go, like, right now. I'll talk to you later. Where are my keys? Love you, Dad. Da sind die Schlüssel. Hier ist wieder eine Mücke, Alter. Ich werd bekloppt. Temporäre Gegenstände, keine. Belegen keinen Platz in deinem normalen Inventar. Verwende temporäre Gegenstände. Okay. Übersehen. Sieht aus, als wäre es abgelaufen. Hab ich mich erschrocken, Alter. Diese scheiß Dings, Mann. Angeblich. Keine Bienen, aber auf der Packung steht immer das Gegenteil. Gehört am Mikrofon oder was?
Ja, interessant, man kann sogar hier draußen rumrennen. Hm. Alright, guess I'll head to the back and get started. Ich hasse dieses Bild, ne? Ah, Leute. Hi, Rebecca. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm, okay? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Ugh, damn it, what the fuck? This is insane. Okay. This is so stupid. It's just some hazing for the new girl or something. Just play along and do your job. Ah, Leute, ich weiß nicht, Mann. Ich kann nicht mehr raus oder was? Ja, also ich will niemanden enttäuschen, aber ich denke mal, dass wir es heute nicht lange spielen werden. Oha, Alter. Nicht lange spielen werden. Maximal noch ein paar Minuten. I'm fucking quitting tomorrow. I mean, who does something like this? That's not it. Look, I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. This is insane. Whatever. Just be the professional one, grab a body, and get started. Rebecca Raymond hat mich gebeten, die restlichen Materialien für die Einbasierung nachzufüllen, aber er ist so geheimnisvoll, dass ich gefühlt täglich andere Anweisungen bekomme. Tut mir leid, wenn nicht alles wie immer ist. Zoe. PS, konntest du ihn bitten, mich nicht mehr Zoe zu nennen,
Niemand. At least I can keep track of things. The Night Shift Database. A computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes, or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Ich habe den letzten Satz nicht. Whatever. Just grab a body and get... You know what? Screw this. I'm calling the police. Fuck. I can't use that here. Na gut. Warum verbrennen wir eigentlich nicht alle Leichen? Also ich sag mal so, wir spielen jetzt noch so 7 Minuten. Crummy old building. Lock me in here. Scare the shit out of me. Leichen aus der Kühlung. Alter.
let's check you out. Achso, ja, stimmt. Wir müssen ja erstmal wieder hier gucken, was er alles hat, ne? Screw this. I'm getting back to work. So stupid. There we go. Mag das Spiel nicht mehr. Irgendwo der Code? File the copy up front. To embalm. I can't use that here. Mm-hmm.
Wie kann ich denn jetzt hier schreiben? At every moment, the demon is funneling its energy. The Night Shift Database, a computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Auf welcher Rückseite? Jetzt habe ich wieder nicht zugehört, Alter. The Night Shift Database. Oh. A computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Ja, das hätte ich mal vielleicht vorhin gemacht, mal, ne? An so einer Scheißscheibe hat's geklopft, Alter. Ich will da nicht gucken. Junge. Hä? Okay. Ja, okay, das ist aber auch einiges zu lesen jetzt. Seit ich hier zum ersten Mal dämonischen Entitäten. In Berührung gekommen bin, habe ich mich der Erforschung aller Möglichkeiten gewidmet, um ihre Versuche der Besitzergreifung zu unterbinden. Meine Reise hat mich auf der Suche nach Antworten in alle Teile der Welt geführt. Ich habe festgestellt, dass keine der Religionen ein vollständiges Verständnis des Dämonischen hat. Während einige Teile in den verschiedenen Interpretationen zutreffen, sind viele Aspekte ungenau oder einfach unbekannt. Ich habe zusammengetragen, was ich in verschiedenen Archiven und Relikten gefunden habe. Nichts davon ist für die Verbannung wesentlich, aber dieses Wissen kann auch von Nutzen sein. Ja, Mezzo, genau diesen Gedanken hatte ich nämlich auch gerade. Oh. Okay, pass auf. Das ist ein cooles Spiel. Ich merke das schon. Ich habe damit jetzt gar nicht gerechnet. Ich würde sagen, wir halten uns nächste Woche wollte er da an irgendeinem Wochenende mit einer Freundin was trinken gehen. Das heißt, wir halten uns auf jeden Fall den Samstag auf jeden Fall fest. Und vielleicht noch einen Wochenendtag. Müssen wir mal gucken.
ein Sonntag oder so. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal schauen. Vielleicht aber nur Samstag. Hui. Also auf jeden Fall krass, ein krasses Game. So. Ich bin auf jeden Fall gerade froh, dass ich nicht weiterspielen muss. Wie viele Tage hat dein Wochenende denn? 5, genau. Ich habe immer Wochenende. Nein. Ist nicht bald auch wieder ein Feiertag? Pfingsten oder sowas, ne? Oder war Pfingsten erst? Du Schisser. Ey, ich kann nichts dafür. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet. Until Dawn war ja gechillt, ne? Aber das war jetzt schon unangenehm. 18. Da hat meine Mutter Geburtstag. Das 18. ist ein Donnerstag. Genau. Könnt ihr euch auch schon mal vormerken. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht können. So. Also ich bin nach Until Dawn immer sehr entspannt schlafen gegangen. Aber das gerade war schon unangenehm, ne? Es war schon unangenehm, in diesem Leichenschauhaus da ein bisschen rumzuschnipseln, aber es war auch sehr unangenehm, jetzt der Rest dazu kam. So. Wie dem auch sei. Wir machen Feierabend. Danke, dass ihr hier gewesen seid. Vielen lieben Dank für den Support. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben irgendwie kaum Zeit miteinander verbracht. 3,5 Stunden. Ist okay, ne? Also, es wird eines Tages wieder länger sein. Erstmal schlafen. Erstmal wieder Schlaf finden. Gute Nacht, Leute. Wir sehen uns morgen wieder mit Roleplay. Und dann gucken wir mal, was in der Stadt so abgegangen ist. Und lassen uns da mal überraschen, ne? Gute Nacht. Schlaft gut. Habt einen schönen Restsonntag, ne? Bis dann.